der heutigen Episode befinde ich mich in einem verlassenen Haus direkt an einer Landstraße. Von außen macht mich direkt merkwürdige Sticker und Schilder stutzig. Komisch, cringig wirkende Wortwitze und Warnschilder klebten überall. Im Haus selbst erwartete mich der zugemüllteste Lost Place aller Zeiten mit einem Riesenschocker auf der Treppe nach oben. Also da in dem Raum ist auf jeden Fall ein Tier. Oh. Eine Maus anscheinend. Boah. Bin ja noch froh, dass es nur eine Maus ist. Sag mal, habt ihr jemals so etwas Zugemülltes gesehen? Oh mein Gott, hier kann man nicht einen einzigen Raum betreten. Das ist ja nicht mehr normal. Ich dachte gerade, da liegt eine Leiche. Oh mein Gott. Boah. Achtung, Fußboden morsch. Leute, das ist ja nicht mehr normal. Das ist auf jeden Fall auch eine Möglichkeit, Ölwechsler fernzuhalten. Einfach den Lost Place so zumüllen, dass man keinen Meter laufen kann. Holy shit. Also die Perücke, die hat mir hier auf jeden Fall gerade unnormalen Schrecken eingejagt. Boah, krank ey. Mal richtig asozial für den nächsten Urbexer, der hier reinkommt, der
Der sieht hier nämlich nur da oben den Kopf mit einer Jacke liegen. Warte, ich zeig euch das mal. Oh mein Gott. Auf jeden Fall ein Schocker. Und ein gutes Thumbnail. Okay, also Leute. Mal abgesehen davon. Abgesehen davon, dass ich hier drin Blitzherpes bekomme, wahrscheinlich schon die ganze Zeit irgendwelche Asbest- und Schimmelporen einatme und man hier drin keinen Meter sich bewegen kann und das Haus ganz, ganz, ganz merkwürdige Nachbarn zu haben scheint, das zeige ich euch nämlich gleich draußen, werde ich jetzt hier erstmal... einen Rückgang machen. So, was ich meine ist, hier steht schon mal ein ganz komisches Schild. Verboten zu betreten, Diebstahl zu begehen, was kaputt zu machen. Die Bestherren. Keine Ahnung, was das für ein Name sein soll. Auf jeden Fall finde ich es merkwürdig, dass sie sagt, man darf nicht betreten. Aber im nächsten Satz, man darf nichts kaputt machen und nichts klauen. Was ja voraussetzt, dass man es betritt. Deswegen finde ich das ein bisschen merkwürdig. Hier sind auch, da vorne war eine Mülltonne. Da waren so ganz viele Sticker dran. Der Weg ist hier auch noch so übelst belaufen, sage ich mal. Keine Ahnung, wo der dahin führt. Guck mal, da hinten ist noch was. Das für ein kranker Baum. Oh, oh mein Gott. Heftiger Baum. Ja, das ist hier... Keine Ahnung. Keine Ahnung, wo es hier hingeht. Aber das scheint hier richtig belaufen zu sein. Hier sind richtige Pfade. Ach, guck mal hier. Hier ist ein Wanderweg. Deswegen. Da richtig mit Brücke und so. Lol. Das ist natürlich heftig. Hier auch schon wieder so Sticker dran. Da steht ein Schild mit Warnung vor dem Munde. Statt vor dem Hunde, vor dem Munde. Ja, was das so wieder heißen soll. So Leute, ihr seht schon, ja, das ist natürlich tagsüber richtig geil, an so einer Straße lang zu laufen, um zum Lost Place zu kommen. Da bleibt man doch richtig unentdeckt.
Nee. Hat anscheinend alles ganz gut funktioniert. Ein sehr komisches Haus. Das zugemüllteste Haus, was ich je in meinem Leben gesehen habe. Man konnte keinen richtigen Schritt gehen. Schade. Aber natürlich noch komplett eingerichtet. Und ganz merkwürdige Schilder. Sticker überall. Ich weiß gar nicht, also ob das ein Nachbar angeklebt hat oder der ehemalige Besitzer oder der jetzige Besitzer. Keine Ahnung, ey. Auf jeden Fall finde ich immer sowas ganz, ganz komisch. So. Irgendwie, wenn da so ein Schild rangeschrieben wird, wo steht, dass es traurig ist, was hier passiert. Und Warnung vor dem Munde, so nach dem Motto, falls ein Nachbar das sieht. Wahrscheinlich vor dem Mund des Nachbarns, der einen sieht und Polizei ruft oder so. Boah, keine Ahnung. Ganz komisch, ich weiß nicht. Auf jeden Fall ein krasses Haus, krasser Lost Place, aber irgendwie fand ich das alles ein bisschen strange da drin. Naja, egal. Ich würde sagen, ich bin jetzt wieder beim Auto. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.